Ihr Lieben, ich bin's Marcel, Community-Moderator im Team vom WB. Wir starten eine neue kleine Aufzeichnungsstaffel auf YouTube und auf Twitch. Ich habe gesehen, die erste Folge des This is Plays ist jetzt erst hochgeladen, also heute am 19. März. Das heißt, YouTuber hängen etwas mehr hinterher als sonst. Bitte verzeiht mir das, weil der Livestream findet ebenfalls am 19.3. statt. Und ja, wir schauen mal, ob wieder 5-6 Folgen heute entstehen werden. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit mit unserem kleinen Städtchen in Highrise City. So, wir hatten gegen Ende der letzten Aufzeichnungsstaffel uns die Forschung angeschaut. Da haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Ich frage mal unseren lieben Black Panther, der auch wieder mit dabei ist. Liebe Grüße an dich. Liebe Grüße zurück und liebe Grüße an den YouTuber. Hast du dir diesen Forschungsbaum hier eigentlich schon mal so ein bisschen im Detail angeguckt, was man da alles machen kann? Nein, nicht wirklich. Das sollten wir jetzt nochmal tun, weil wir waren gegen Ende der letzten Folge, war es kurz vor 11, wir waren ein bisschen müde. Deswegen machen wir das noch jetzt nochmal mit frischem neuen Verstand zu Beginn dieser Staffel. Wir haben noch 195 Punkte, die wir ausgeben können. Wir hatten uns schon eine Stadtgrenzenerweiterung gekauft für 20 Punkte. Das nächste wäre jetzt hier Gebäudekosten. Reduzieren sich um 20%. Das ist natürlich schön, wenn wir wenig Kohle haben. Aktuell sind wir Gott sei Dank mal im Plus. Soziale Gerechtigkeit gäbe es auch noch. Bewohner sind 2% zufriedener. Da mache ich mir jetzt erstmal keine großen Kopf. Die sind eigentlich bei uns sehr zufrieden. Gehen wir mal auf den Transport. Da müssten wir hier in der Mitte starten. Ampeln schalten intelligenter. Ich habe bei uns noch keine übermäßige Auslastung der Straßen bisher gesehen. Das klappt eigentlich noch ganz gut. Würde ich daher auf jeden Fall erstmal schieben. Bei der Nahrung haben wir die Forschungsstufe, erhöht die Produktivität aller Farben um 20%, ja eben schon freigeschalten. Jetzt könnten wir hier nochmal erhöhen theoretisch, erhöht die Produktivität nochmal um 10% und die eine maximale Baugröße von 150%. Müssen wir mal schauen, ob das heute Sinn machen würde. Und mehr Fisch. Mehr Fisch war auch ein Thema. Das können wir uns auch mal so ein bisschen schon mal vormerken. Bei den Ressourcen, ja, bessere Holzfäller oder bessere Logistikkapazität. Also, dass die Industriegebäude mehr Ressourcen lagern können, bevor sie abgeholt werden. Bessere Minen. Also, Spezialgebäude haben wir noch nicht freigeschaltet. Also, ich würde anhand dessen, was wir jetzt gesehen haben, wo war es gewesen? Bei der Nahrung auf jeden Fall mal die Fische schon boosten. Die Fischer. Weil da haben wir vorher mal so viele bauen müssen und die Stufe 1 Gebäude fressen uns da die Haare vom Kopf. Dass wir die auf jeden Fall mal ausgeben. Und alles weitere würde ich sogar, es sei denn, der Chat hat eine andere Idee, noch kurz mit warten. Bis wir wirklich sehen, oh, das macht Sinn. So. Ich kann uns generell nochmal die Fischvorräte angucken. Aktuell 94. Relativ stabil. Ich muss nochmal schauen, was wir eigentlich in den Hafen zum Handeln eingestellt haben. Das war hier oben. Verkaufen sogar Fisch. Also da werden wir jetzt noch deutlich mehr von verkaufen. Das ist sehr schön. Wir kaufen Farbe und Chilis. Da müssen wir mal schauen, ob wir das heute ersetzen können. Und Gemüse. Und Obst. Das wäre natürlich mit der Farbenverbesserung noch interessant. Das bleibt auch relativ konstant. Dann lass uns die Forschungspunkte vielleicht nochmal investieren für bessere Farben. Das müsste, glaube ich, für Gemüse und für Obst gelten. So, kann man das hier schon. Nicht genügend Geld. Ich will das nicht zurücksetzen. Ah doch, wir haben es schon aktiviert, so sieht es aus. Das irritiert mich manchmal wegen diesem gedrückt halten, wenn man das aktiviert, weil man kann nicht einfach klicken und hat es ausgewählt, sondern muss das 2 Sekunden gedrückt halten. Passt. Gut, gut. In die Zukunft schauen machen wir dann gleich beim nächsten Mal, Akira. Ein guter Hinweis. Jetzt mal schauen, was uns da Schönes erwartet. Ich würde jetzt aber mal in der Ist-Situation bleiben. Die Ressourcen können wir uns ja auch mal kurz jetzt hier andocken. Passt noch so knapp hinter meinem Kamerabild.
dass wir uns dann jetzt nochmal hier die fehlenden Gebäude anschauen, dass wir einfach noch mehr Steuereinnahmen kriegen und den nächsten Meilenstein freischalten, denn damit könnten wir, genau, das ist die aktuelle Ansicht, Müllkraftwerke, Müllabfuhr, Kirschen, Getreidefarmen und eine, ich sag mal, Produktionskette für Brot freischalten. Planungsbüro und ja, ganz große Straßen. Die brauchen wir vielleicht noch nicht, aber die Produktionskette für das Brot, die wird ja definitiv jetzt auch zeitnah kommen. Gut. Wir hatten hier unten ein bisschen was freigelassen, weil der Hafenbereich hier so ein bisschen die Geräuschkulisse vorgibt und man da nicht gerade wohnen will. Ist die Frage, ob man das auch über die Straße so ein bisschen, ob man hier noch eine Straße zieht oder ob man es einfach dann leer lässt. Da waren die Deko-Objekte ja nicht ganz so spannend. Also, hast du da nie deine Meinung zu, Straße bauen oder erstmal einfach offen lassen, dass es ein bisschen realistischer aussieht? Ich würde es offen lassen, ehrlich. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht noch ein paar Parks oder sowas hinsetzen können, Freizeitaktivitäten. Naja, ich würde es erstmal offen lassen und dann mal gucken, ob wir dann... Ich würde direkt in der Mitte da einen Park reinsetzen. Wir haben streng genommen hier genug Freizeitaktivitäten. Aber wir können ja mal gucken, was sowas kostet. Genau hier. Freizeitaktivitäten. Stadtpark. Der geht noch nicht. Wir können einen Spielplatz bauen. Weil wir haben bisher auch nur einen und der ist hier vorne irgendwo. Ich meine, Schaden kann das nicht. Ne? Dann machen wir hier so ein bisschen schöneren Lebensraum. Und dann machen wir daneben auch einen Park. Dann haben wir hier so ein kleines Erholungsgebiet. Kostet auch nicht die Welt. Ich meine, hier haben wir auch schon einen Park hingesetzt. Ist das ein schöner Abschluss. So. Können wir denn da noch sinnvoll Stufe 2 Gebäude platzieren? Vielleicht hier noch. Das wäre noch eine Option. Einmal kurz gucken. Wo sah man denn die Umweltverpestung? Das konnte man sich doch anzeigen lassen. Lärm. Okay, hier könnten wir noch ein bisschen was auffüllen. Hier oben eine Reihe, hier hinten sogar zwei Reihen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Machen wir hier und ja, das eine Fett da unten wollte ich nicht. So. Schauen wir, was hier entsteht. Nee, Bürogebäude erstmal nicht. Obwohl der... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Die sind nicht so... sind weder von Luftverschmutzung noch von Lärmbelästigung betroffen. Dann machen wir so eine kleine Hafenpromenade. Danke für den Hinweis. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sienna Prime. Ja, dann machen wir die hier unten hin. Stufe 1. Dürfen gar nicht so sehr unter die Stromleitung, aber wir können die hier noch hinpacken. Vielleicht in die Mitte. Machen wir das mal so. Schnitter, guten Abend. Liebe Grüße an dich. Zum ersten Mal gechattet. Schön, dass du bei uns bist. So. Ihr wisst, wir werden heute wieder langsam spielen, ne? Kann man sich auch mal angucken, wie die Gebäude hier hochgezogen werden. Sieht ein bisschen aus wie aus dem 3D-Drucker, wie die so nach oben gehen. Eben wie gesagt, nach WB-Art. Nach WB-Art, genau. So. Und wieder Handymasten. Das ist, die Stadt hat so eine Handymasten-Fetisch. Was fehlt ihm hier? Effizienz. Hoppala. Ah, hat sie schon behoben. Musste sich das noch einsimulieren. Wir brauchten eh Bürogebäude, das passte ganz gut. So, Müllabfuhr wird heute ein Thema werden. Das sinkt nämlich massivestens hier. Farmen werden wir bauen müssen.
Ich baue trotzdem erstmal noch ein paar Gebäude. Einfach, dass wir sehen, wo es leider wirklich als erstes fehlt und dass wir halt, wie gesagt, die Einnahmen kriegen. Clevererweise würde ich aber hier die Straße jetzt nicht hinter die Strommasten ziehen, sondern davor. Vielleicht auch mal so ein bisschen nicht ganz so linear. Frei vor. Bisschen organischer aus als diese Schachbrettmuster. Ich mag das nicht. Also so Städte wie Manhattan, ich glaube, ich könnte auch nicht wohnen, wenn du einfach eine Straße nach der anderen hast, die immer gleich aussieht. Bin ich schon froh, dass es in Deutschland nicht ganz so viele Planstädte gibt wie in Amerika, wo ja wirklich vieles auf dem Reißbrett gepuzzelt wurde. Genau, Akira. Die Stromleitungen werden immer um die Städte herum gebaut. Das war hier auch das Konzept. Hat bis dahin geklappt, wo die Stadt noch hier oben war. Vielleicht legen wir es irgendwann mal ganz außen rum. Wir werden sehen. So, erstmal brauchen wir auf jeden Fall Bürogebäude. Ganz, ganz viele. Was sagen die Ressourcen dafür? Damit noch alles gut aus. Genau, Ziegel und Dämmstoffe. Das passt auf jeden Fall noch. Packen wir hier mal ganz, ganz viel. Ist auch schon wieder weg, aber das können wir bauen. Wäre eh die Frage, ob wir diese Ziegelproduktion und sowas nicht einfach noch mehr erhöhen. Das war letzte Woche schon so ein Engpass-Thema, was wir den ganzen Abend hier irgendwie hatten. Und wir haben doch letzte Woche schon erhöht. Wir hatten doch eben diese Forschung mit Lehm, oder habe ich mich da vertan? Weiß nicht, kannst du nochmal rein? Holzfäller. Minen. Ja, ich glaube, Lehmgruben zählen nicht als Mine, ne? Also Mine ist wirklich sowas wie Kohlemine, Erzmine. Ja. Infrastruktur. Ne. Ja, man kann auch aufleveln. Genau das habe ich gerade gesucht. Nur wir haben hier, glaube ich, schon mal irgendwas gemacht letzte Folge. Und wir haben 3 Ziegeleien. So, man muss das die Produktionskette nachgucken, ob das 1 zu 1 war. 3 werden produziert, 4 werden verbraucht. Also eigentlich brauchen wir jetzt immer eine Lehmgrube mehr. Das können wir aber ja machen, weil wir jetzt hier oben die Kachel gekauft haben. Ne? Wir können es ja einfach mal bauen. Ressourcen in der Nähe. 70%, 80%. Stück. Ich würde mich ungern heute den ganzen Abend mit irgendwelchen Grundressourcen befassen, die wir x-fach brauchen. Kann es nicht schaden, wenn wir da ein paar mehr haben. Ist das eigentlich die Musik im Hintergrund laut genug? Ich kann das auch gerade auf meinem Kopfhörer nicht so einschätzen, ob er die überhaupt hört. Manfred, guten Abend, liebe Grüße. Schön, dass du bei uns bist. Ich wünsche dir einen entspannten Abend. Ja, hörbar, aber nicht stören. Ist okay. Sehr schön. Wollte ich dir auch ganz. Ich habe bei der letzten Folge gemerkt, da war teilweise so ein leichtes Kratzen zu hören. Wenn euch das nachher auffallen sollte, lieber Chat, dann schreit das bitte hinein. Dann müssen wir das Spiel einmal neu starten. Die Ursache ist mir völlig unklar, aber neu starten hilft. Wasser. So, wir haben jetzt 3, 6, 9, die wir produzieren, 4, die wir verbrauchen. Wir könnten theoretisch noch eine Ziegelei bauen. Aber am liebsten würde ich die nachher boosten wollen. Das wäre eigentlich noch schöner. Das Spiel ist gespeichert. Naja. So, mit Transportzentren müssen wir auch mal gucken. Wir haben 2 Stück, die sind beide ausgelastet. Hier können wir auf jeden Fall upgraden. Was sagt der Bereich hier? Ah, da müssen wir sogar ein bisschen mit dem Bereich gucken, weil die sind unter der Hälfte drin.
Müssen wir das einmal so aufziehen. Sogar ein bisschen kleiner machen hier. Ich fände das nämlich nicht schön, wenn die quer durch die Weltgeschichte fahren, obwohl sie da eigentlich gar nicht hingehören. So. So, Müllkapazität fällt hier massiv. Was sagt denn unsere Müllhalde? Muss da eigentlich noch funktionieren? Reichweite. Ja, passt auch noch. Und hier schlafen noch einige Leute. Wüsste ich jetzt nicht, warum das hier ein Problem wird. Gut. Ich stelle mal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. Oha, Fisch. Fisch wird doch wieder knapp. Oder? Ne, passt. So, Werkzeuge. Jetzt ist es ein Dauerthema. Holz haben wir genug. Dämmstoff haben wir genug. Das müsste ja jetzt laufen. Eisen läuft hoch und gleich können wir noch in Glas und Stahlbeton einsteigen. Und Möbel laufen immer leer. Möbel ist ja auch so ein Thema, ne? Die Leute wollen immer neue Möbel kaufen. Ich glaube, Möbelproduktion hatten wir hier hinten irgendwo hingepackt. Ressourcen fehlen, kein Holz. Was ist denn das Rohholz hier? Oha, da laufen wir wirklich leer. Ein Holzfäller bitte. So, der große produziert glücklicherweise doppelt so viel. Unterhalt 200 und hier minus 900. Dann wäre es doch blöd, wir würden den großen bauen. Müll solltest du vielleicht um das... Ja, auf der Eisenader liegt. Ja, genau. Das war ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, kann man diese Abraumhalden auch leer fahren lassen? Also zum Beispiel, indem man eine Müllverbrennungsanlage baut, oder müsste man dann das auf ewig hier liegen lassen? Aber wie gesagt, beim nächsten Meilenstein wird ja entsprechendes Müllkraftwerk auch frei. So, wir haben zwei neue Holzfäller. Hier fehlt auch wieder Polizei, das ist doch wieder. Produktion gedrosselt. Dabei sind wir so ein friedlicher Kanal. Und trotzdem wollen die hier immer Polizei haben. So, da oben fehlt es aber auch. Vielleicht können wir das hier so platzieren, dass wir die Lücke so ein bisschen schließen. Hier oben müsste sie eigentlich hin. Erstmal an die Straße. So. Apropos Straße, wir könnten hier, auch wenn das ein bisschen was kostet, mal diesen Kreis hier schließen. Da kommt am Ende sowieso noch ein Feld hin. Kann man hier später einmal um die Felder fahren. Gut. Möbelfabrik könnten wir aber auch mal gucken, ob eine reicht. Wo haben wir die? Supermarkt, Spedition. Möbelfabrik Meixner. Also Meixner ist doch kein schöner Name für eine Möbelfabrik, oder? Möbelfabrik Akira. Finde ich viel sympathischer. Dass man sofort mit einem vertrauten Namen versehen. Es fehlt denn hier auch eine Feuerwache, okay. Soviel zum Thema unser schön verdientes Geld geht aufs Konto. Nein, das geht wieder auf Gebäude, die man nicht braucht. Die können wir jetzt mal hier oben hinsetzen. Das passt schön.
Alrin, liebe Grüße, schön, dass du da bist. Rin und ich haben gestern Abend relativ lange gesprochen. Über interessante Dinge, die in Zukunft passieren. Schauen wir uns dann aber an, wenn es soweit ist. Erstmal fehlt hier oben Wasser. So. Man sollte die Wasserleitungen dann nie so verlegen, dass sie wie auf dem Schachbrett liegen. Sondern so, dass die maximal nicht überlappen. Das heißt, das würde ja hier schon so ausreichen. So. Das sollte sich jetzt in Luft auflösen. Wasser haben wir generell noch genug. Möbel steigen. Das ist schön. Die Fixsituation, das ist glaube ich nur wegen des Verkaufs. Gut. Dann können wir noch ein bisschen was bauen, weil wir haben jetzt hier irgendwie gerade wieder negative Einkünfte. Es fehlt aber keine wichtige Ressource. Dann bauen wir hier mal Häuser. Also das hier unten wird ja Stufe 2. Ich frage, ist dann hier oben noch ein paar Stufe 1 Gebäude, der Optik halber, weil vor so einem Feld oder vor so einem Wald fände ich es irgendwie nicht schön, wenn hier so eine riesen Metropole entsteht. Dann lieber erstmal hier unten. Was Neues zu trinken aufmachen. Ich bin heute auf der Arbeit ein bisschen dehydriert. Kennst du das, wenn du den ganzen Tag am Arbeiten bist, im Büro sitzt oder so und dann einfach das Trinken vergisst? Ja, das kenne ich. Da muss ich ein bisschen gegenwirken. Ich habe auf dem Handy so ein Wasserreminder mittlerweile sogar. Da gibt es ja diverse Apps für, wo man sagen kann, jo, ich habe ein Glas getrunken. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, ich glaube, die App muss ich mir auch anschaffen. So. Kohle steigt. Schade, dass wir hier keine Kanalwetten machen können. Ich muss echt mal gucken, ob es da nicht andere Tools gibt. Dann hätte ich euch nämlich lieber Chat mal abstimmen lassen, wie viel Kohle wir nachher auf dem Konto haben. Was ihr glaubt, wo wir landen. Ob wir nachher wupp bergab gehen oder ob wir so bleiben oder ob wir am Ende Millionen anhäufen werden und wir uns da gar keine Sorgen mehr machen müssen. Ich weiß auf jeden Fall, wer kein Geld ausgibt, Nutzer. Hast du da eine Idee, wen ich meinen könnte? BB. Ich weiß gar nicht, ob der würde ich jetzt sagen. Ihn meine ich aber nicht, ich meine unser liebes Praktikal. Ach, unser Praktikal. Ja, unser Praktikal bekommt ja immer noch morgen sein Taschengeld. Ressourcen fehlen. Wir haben schon wieder Ziegelei hier Probleme, ne? Genau, ich erkläre es gerade nochmal, für die YouTuber ist das vielleicht nicht ganz so interessant, aber für die Leute auf Twitch. Wir haben ja keinen Affiliate-Status bei der jungen Herde. Also wir könnten ihn freischalten, tun wir aber bewusst nicht. Also wir haben dafür alle Herausforderungen erreicht. Also da muss man irgendwie mal 50 Zuschauer gehabt haben, so und so oft pro Woche streamen über einen Monat hinweg, so und so viele Follower haben. Also wir könnten das alles freischalten, aber es war eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun. Deswegen haben wir leider auch diese Funktionen nicht. Spiel gespeichert. Aber vielleicht gibt es da ja mal, wie gesagt, Drittanbieter Plugins, die uns das ermöglichen können. So. 6.000 plus an Einnahmen, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich würde gerne diesen Meilenstein hier freischalten.
schau mal, Facharbeiterstufe 1, erste Kategorie. Die haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Freut mich, dass das hier beides gefordert wird. Aber Facharbeiter heißt in dem Fall Bürogebäude Stufe 1, ne? Ich das richtig interpretiere. Möchtest du nicht erst eine Getreidefarm bauen? Die kann ich noch nicht bauen. Die müssen wir erst noch freischalten. Waren das nicht jetzt gerade die freigeschaltet? Ne, das waren die für das nächste. Ach, fürs nächste. Achso, okay, tschau. Also freigeschaltet haben wir die hier. Das siehst du immer, wenn hier die beiden Balken voll sind. Krankenhaus könnten wir noch bauen, großes Wasserturm, Köhlerei. Okay, gut. Jetzt kommen halt die. Dann möchte ich mich entschuldigen. Chat munkelt, dass Facharbeiter auch einfach die Einwohner sind. Stimmt, die heißen so. Hätte man drauf kommen können, Leute. Ja, wie machen wir das denn hier oben? Vielleicht können wir hier sogar noch eine Straße reinziehen, dass dieses Wohngebiet noch ein bisschen größer wird. So klassisches Neubaugebiet. Das will aber hier nicht zwischenlanglegen. Gut, weil die Kreuzung zu nah ist. Schade. Das ist natürlich doof. Den Supermarkt verschieben ist auch keine Option. Werk hat, glaube ich, keine Akustikeinflüsse, also dieses 50 Hertz Summen tangiert unsere Einwohner nicht. So, extra ein bisschen. Kann man machen. Und dann, so wie das in so einem Neubaugebiet üblich ist, gibt es da immer noch Baulücken. So, da gibt es immer so einen Einsiedler, der irgendwie im Wald wohnt. So, Strom, Wasser checken. So, jetzt können wir hier diese Lücke eigentlich komplett schließen. Alles ab. So, und ich vermute gleich mal, weil das hier oben ist, brauchen wir gleich noch irgendwie Park, Schule, Freizeitaktivitäten. Deswegen baue ich das noch nicht komplett zu. Guck mal, plus 25.000, was ist denn da passiert? Matze. Keine Ahnung. Das kann so bleiben. Wir könnten jetzt vorspulen. Da setzen wir uns bequem in den Stuhl, beobachten unsere Finanzen und lassen das Geld für uns arbeiten. Das wäre doch mal was. Oder wird der Stream zu langweilig, ne? Das wäre viel zu langweilig. Aber wir haben ja fast das Ende der Folge erreicht. Wir haben unser neues Wohngebiet. Wow, nein, wir sind im Auto im LKW gespawnt. Mal unser neues Wohngebiet anschauen. Aber hier wird man schon fast über den Haufen gefahren. Oh, und guck mal hier, hier ist Stau auf der Straße. Da müssen wir gleich auf jeden Fall gucken. Oh ja. Dass wir die Straße vielleicht ein bisschen ausbauen. Busse spawnen aus dem Boden, das ist auch interessant. Kleiner Bug. Ich hoffe, dass der mal behoben wird. Das ist immer so ein bisschen, ja. Ups.
Hier wird's auch ruhiger. Und schon hört man nur noch die schöne Natur. War das gerade ein Fernsprecher da hinten? Das war ein Fernsprechtelefon. Aber die Straße ist marode. Was ist denn hier los? Also richtig, aber echt marode. Das sieht hier aus, also ich will schon sagen, also schon fast wie bei uns in Deutschland. Da ist das frisch gebaut worden. Was ist denn da los? Eieiei. Und hier fahren jetzt auch irgendwelche Trecker lang. Da hinten wohnt übrigens unser Einsiedler. Das bin ich denn. Das bist du? Mhm. Das ist aber eine schöne Villa hier. Ja. Ups. Ah, nein. Hier wäre ein Parkplatz. Aber ich glaube, du hast den ganzen Chat zu Besuch, ne? Ja, das kann sein. Große Gartenfete hier. Okay. Das soll es für diese Folge gewesen sein, ihr Lieben. Ihr wisst, wie immer die nächste Folge kommt in den nächsten Tagen. Bis dann.